Wir schreiben das Jahr 1980 und der Japaner Haido Kodame hat eine ziemlich nice, aber feine Idee. Und zwar dachte er sich, warum verwenden wir nicht perfekt gelenkte UV-Strahlen, um damit ein spezielles Harz auszuhärten und somit Schicht für Schicht ein polymerisiertes Objekt zu bekommen, um damit die typischen Produktionsverfahren, welche Abtragen und Spritzen von Materialien verlangen, für die Prototypenentwicklung und Unikatherstellung endlich abzulösen und somit Kleinserienfertigung zu optimieren. Da wäre selbst ich drauf gekommen. Okay, aber fahren wir mal einen Gang runter. Zwar hat der Japaner Haido Kodame die ersten Schritte gemacht, aber letzten Endes hat der Amerikaner Charles W. Hull, aka Chuck, den ersten 3D-Drucker auf den Markt gebracht, und zwar den SLA-1, der auch die Stereolithografie verwendet. Zudem hat er gleichzeitig seine CAD-Firma aufgebaut und das STL-Datenformat erfunden, das nun jeder Slicer für den 3D-Druck verwendet. Selbst wir bei Gröner verwenden ein 3D-Systems-Programm. Geomagic Freeform, richtig geiles Programm, check it out. Aber zurück zum eigentlichen Thema, die Geschichte. 1984 hat Charles W. Hull nämlich sein Patent für die Stereolithografie angemeldet, die dann 1986 genehmigt wurde. Nice. Aber was zum Teufel ist Stereolithografie? Einfach erklärt funktioniert es so, man hat eine Wanne mit Harz und in die wird ein Bett eingetaucht. Und genau die Stellen, die die Geometrie am Ende haben soll, genau die werden dann ausgehärtet, Schicht für Schicht. Und dann kommt das Teil langsam aus dem Bett hervor, was ziemlich cool aussieht. In Zeitraffer zumindest. Spulen wir vor, wir schreiben das Jahr 1988 und Scott Crump und seine Frau entwickeln genau in diesem Jahr das FDM-Verfahren. Ennis, wofür steht FDM? Genau, Fused Deposit Modeling. Und das ist genau das Fertigungsverfahren, das alle so kennen und lieben gelernt haben und das auch wir hier bei Gröner verwenden mit den Traktus 3D-Druckern. Aber wie funktioniert der Spaß jetzt? Ganz einfach, stell dir vor, du hast eine Heißklebepistole und an dieser Heißklebepistole sind drei Arme. Und mit diesen drei Armen führt man die Pistole jetzt so perfekt, dass man Stück für Stück mit so kleinen Nudeln, Schicht für Schicht, das Modell nachbauen kann, das man sich vorstellt oder modelliert hat. Und das jetzt bloß professionell an einem riesen 3D-Drucker, der statt Kleber Kunststoff spritzt oder Verbundmaterialien. Vorteil an der ganzen Sache ist eben, dass man durch die Schicht- und Schichtauflösung von einem 3D-Drucker eigentlich so gut wie jede Geometrie aufbauen kann, die man möchte. Weil man ja Stützmaterial und Innenmaterial definieren kann. Ergo, habe ich irgendetwas, das in die Luft gedruckt werden kann, wird es mit Stützmaterial unterstützt. Habe ich irgendetwas, das flach auf die Fläche einer Geometrie muss, dann kann ich da die Innenstruktur beeinflussen und drucken. Das Ganze wurde dann immer weiter und weiter entwickelt. Es kamen immer mehr additive Fertigungsverfahren hinzu und die CAD-Technik wurde auch noch optimiert. Mittlerweile gibt es CAD-Programme, die echt alles können und ziemlich gute Drucker. Da das FDM-3D-Druckverfahren so offen entwickelt wurde, kamen immer mehr Programme und Programmiersprachen hinzu, was dann den 3D-Druckmarkt in die Höhe schießen ließ. Beispielsweise gibt es Programmiersprachen wie RepRap, die offen verfügbar sind und für jeden 3D-Drucker eingesetzt werden können. Kommen wir zum Jahr 2019. Wer benutzt eigentlich heutzutage alles 3D-Drucker? Und an erster Stelle stehen ganz klar Produktentwickler. Produktentwickler benutzen 3D-Drucker, um ihre Modelle so schnell und effizient wie noch nie drucken zu können oder herstellen zu können. Aber auch die NASA und SpaceX benutzen 3D-Drucker, um sogar Teile zu drucken, die dann tatsächlich in den Raketen drin sind. Aber auch ist in Zukunft geplant, die 3D-Drucker mit nach oben zu schießen, damit die Astronauten dann vor Ort Ersatzteile drucken können und damit Gewicht zu sparen. Auch die Autoindustrie benutzt 3D-Drucker, die Verpackungsindustrie und sogar die Medizin benutzt mittlerweile 3D-Drucker, um Organe zu drucken. Organe drucken. Wer hätte das jemals gedacht? Nun ist natürlich auch der 3D-FDM-Markt in verschiedene Segmente unterteilt worden. Es gibt Drucker, die sind klein, können aber dafür vier Farben auf einmal drucken. Und dann gibt es Drucker, wie bei uns, die sind eben unglaublich groß und können 2 Meter hoch drucken. Der Markt entwickelt sich immer noch weiter, aber es ist ziemlich klar zu sagen, dass wir an einem Punkt sind, der schon ziemlich reif ist. Wohin das Ganze noch geht, kann ich nicht wirklich sagen, aber es ist ziemlich sicher, dass die Materialien vor allem erstmal nicht wirklich schneller zu drucken sein werden. Wir sind, glaube ich, an der Höchstgeschwindigkeit angelangt für die nächste Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war die Geschichtsfolge. Als nächstes kommt dann Materialien und ich hoffe, man sieht sich dann. Also, bye bye!